Schnell vorbei. Das ist Mr. Henke, vielleicht sagt er noch irgendwas Schönes. Howdy-ho! Thanks for finding my kids. Thank the nice man, Nuggets. Thank you. Anytime you need my help, you just call on me. And I'll be there sure as a shit on Sunday. Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid. And I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Jetzt muss ich den nochmal nehmen. Okay. Das ist aber cool, dass er mir jetzt... Hey, wenn 20 Leute bei diesem Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen. Und natürlich drückt er selber, ihm gefällt das. Ist der doof, ey. Ah, das ist ja cool, dass wir Mr. Hanky jetzt rufen können. So, mal einen Moment. Vorteile, bitte. Ich möchte noch einen. Ich hab, was wollte ich denn holen? Das habe ich ja schon wieder vergessen, ey. Hier. Ich nehme jetzt einfach das hier. So, wie komme ich denn jetzt? Ein Stück Scheiße. Ach so. Ach, zu mehr. Frage ist, wie komme ich jetzt hier... Aua. Wie komme ich denn hier wieder raus? Mr. Henke. Ah, ich glaube hier. Oder? Hier komme ich hier wieder raus? Ich will es hoffen. Ja, ich glaube schon. Nein, verdammt. Doch wohl. Doch wohl. So, zack. Und zack. Ha, läuft. So, dann soll ich ja eigentlich zur Schule, aber das werde ich natürlich noch nicht tun, denn bevor ich jetzt erstmal hier zur Schule gehe, haben wir noch andere Dinge zu... Oh, Moment, was ist das denn hier? Ein Paket? Oh, wie schön. Wir werden natürlich noch ein paar andere Sachen machen, denn wir haben... Was haben wir? Ja, ja, halt die Fresse, heißt ja. Moment. Oh. Oh, you want some of this? Meine Freunde, da bin ich. Moment, lass mich doch mal hier rauf. So, ich hoffe, ich habe als Erster getroffen. Das war jetzt ein bisschen undurchsichtig. Jawohl, das habe ich. Wir müssen natürlich erstmal das Schild down kriegen, ne? Deswegen werden wir das tun. Und jetzt, Madame Kenny. Hole dein stolzes Ross. B. Hui. A, okay. Und nochmal. Ui, 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 ui. Lol, ey. Wie viel Schaden die dadurch einfach nur kriegen, das ist unglaublich. Na gut, der letzte hat ja nichts bekommen, weil... Der ist ja einfach, ne, momentan... Leck mich am Poppes. Oh nein, hat mich zweimal gehittet. So, der ist down. Problem haben wir natürlich mit ihm. Oh, er reflektiert. Gut, ja, toll. Ich darf es auch nicht abbrechen. Das ist ein bisschen blöd. Rüstung mal 2 macht er. Die kleine Rotzbacke. Aua. Oh nein! Moment. Beschwörung. Ich könnte natürlich Mr. Henke rufen. Ruft Mr. Hanky bei der Feinde mit Abwasser überspült, sodass sie angewidert sind und Widerlichkeitsschaden erleiden. Das machen wir aber noch nicht, das werden wir bestimmt mal tun. Halt die Fresse. Hier, du kriegst erstmal ein bisschen Stromschock-Therapie. So, hier, bitteschön. Da bricht dir auch nichts, ne, dass du reflektieren tust. Ich kann den hier... Ah, Moment, genau. Aber gut Schaden gemacht, muss ich sagen. So, okay, Kenny's down. Das ist aber egal, denn der Bursche ist jetzt auch Geschichte. Juhu. So, zack. Nein, ich wollte einsammeln. Ich wollte einsammeln. Jetzt gehen wir da oben hin. Da ist mir schon ein Kistchen. Und das würde ich mir natürlich nichts auf der Welt entgehen lassen wollen. Hallo? Kenny, kommst du mit? Oh Mann, jetzt nervt meine Katze wieder ein bisschen rum. Die stresst gerade ein bisschen.
Das ist manchmal eine Stressbacke, ey. Kann ich mich eigentlich... Nee, da kann ich mich nicht rüberporten. Na gut, dann geht's wieder runter. Das ist super, dass ich jetzt irgendwo hinlaufe. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Was steht da? Achso. Hey, wenn du Pillen verkaufst, gib mir Bescheid. Mir egal, was wir welchen. Ja, Bro. Okay. Ich muss ja noch einfach mal hier in den Follow Dojo. Weil das Lied einfach Premium ist. Auch die Bilder, die Folge habe ich ja dann auch gesehen. Nein, das ist ein Scheißlied. Ach ja. Hallo. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Nein, nicht wirklich. Ich will da hinten hin. Hier ist nichts. Ich will aber nicht das Lied. Ich will ein anderes. Ich möchte Taco Taco. Von Jennifer Lopez. Boah, das gibt's nicht. So, Moment. Jetzt muss ich natürlich erstmal ganz kurz auf die Karte tatsächlich auch schauen. Das ist hier, ach so, genau. Wir sind ja für den Schweinebrillman. Denn er meint es ja immerhin voll Ernte. Und wenn jemand es voll Ernte meint, dann sollte man ihn nicht. Das ist natürlich, ne? Er ist mit einem schmerzenden Popo-Loch aufgestanden. Das geht so nicht. So, wie bekomme ich denn die? Ich möchte die jetzt haben, aber... wie bekomme ich die? Ich möchte die haben. Sofort. Das geht nicht. Dann muss das hier alles leiden. So. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu unserem Friend. Ach verdammt, ich habe mich doch hier importen lassen. Ja. Schon wieder eine neue Nachricht, aber die schreibt ganz schön viel. Mein Mann denkt noch immer, dass ich ihm treu bin. Ist das zu glauben? Schatz, das ist ein öffentlicher Post, den kann jeder sehen. Gut, ich bin froh, dass es raus ist, denn ich bin es leid, wie eine Gefangene zu leben. Nee, hier ist doch falsch. Ach Mann, ich muss mir auch mal merken, wo ich hin soll. Das ist doch so jeder nicht, Kinas. Was war hier, glaube ich? War das die 221? Nö. War das die 204? Könnte sein. Ja, wohl. Na, voll Ernte und so. Nice work. I will let you know of any updates on Manbearpeg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Ich meine das total Ernte. Super serial? Das finde ich auf Deutsch besser. Ich meine das total Ernte. Bam! Erledigt. Ouch. Gut, dann haben wir nämlich diese Mission erfolgreich gemanagt. Dann können wir mal kurz gucken. Obdachlosenproblem, uns fehlt noch eins. Der Timmy Express, da fehlt uns auch noch eins. Und Versteckspiel, uns fehlt noch ein Kind. Jetzt wäre natürlich meine Überlegung, dass man mal auch guckt, ob man schon in den Wald zum Beispiel kann. Oh. Hey, ich habe versucht, dir einen Link zu einem Video von einem Häschen, das mit einer Katze spielt, zu schicken, aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich. Du solltest es später suchen. Ja, ich glaube, irgendwie möchte ich das gar nicht sehen. Denn was ihr so hier als niedlich empfindet, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das auch niedlich finden soll. Nee, die wollen mich angreifen. Okay, hier komme ich noch nicht durch. Benutze. Was soll ich benutzen? Nee. Meinen die vielleicht das hier? Ja, tatsächlich. Oh, nice. So. Jetzt können wir in die weiten Tiefen des Waldes von South Park. Wölfe? Hilfe? Okay, Moment. Jetzt mal ganz Butter bei der Fische. Und so, wo bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Hier gibt es nichts mehr. Ah, Hilfe, Hilfe. Nein, Hilfe. Ja, ist cool. Auf jeden Fall. Oh nein. Okay, jetzt komm her. Jetzt gib's aber was auf die Fresse. Genau, Kenny. Immer rauf. Das war der falsche Wolf. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Naja, gut.
Wow. Der hat total awesome viel Damage bekommen. Ich will jetzt mal den hier probieren wieder, ne? Muss ja auch mal ein bisschen. Ich muss ganz schnell hin und her. Oh, Kenny, du darfst nicht sterben, bitte, bitte, bitte. Jawohl. Hui. Alter, hat das Damage gemacht. Das, also Kenny hat echt kranke Moves drauf, ey. Nee, lass mich in Ruhe. Du ekliger Hund. Ach, schön. Da kommt der Pen schon. Da sagt sich auch, nee, komm, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das ist mir zu doof. So. Wir haben die Hunde besiegt. Wunderbar. So, zack, zack. Oh, wo ich hier überall hin kann, die wollen wieder verarschen. Ich muss das jetzt erstmal alles hier ein bisschen. Oh, Verzeihung, Sie Hund. Verzeihung, Sie Hund. Nein! Ha, oh, verdammt. Hä? Ach, lol, man kommt dann einfach so wieder zurück. Okay. Ist hier irgendwie auch alles das Gleiche, kann das sein? Jetzt hier. Ja, da komme ich mich ja da mit. Dann gehe ich mal nach oben. Das ist ja alles so ein bisschen. Oh, ist das hübsch hier. Oh, ich habe eine Nachricht. Hey, ich bin's, Elgor. Wow, das ist natürlich jetzt total informativ, die Nachricht. Nee, ich möchte wieder zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier wird nichts sein. Ist das möglich? Hier war ich nämlich auch schon. Gut, dann würde ich mal wieder zurückgehen. Nee, hä? Das ist merkwürdig. Aha, okay. Dann sind wir hier, alles klar. Also gibt es doch so verschiedene Sachen. Okay. Guck mal jetzt. Ach so, okay. Dann kann ich aber. Nee. Da will ich nicht rein. Jetzt können wir aber doch. Ach, guck mal, da oben sind auch wieder Elfen. Aber die interessieren mich nicht. Dann können wir uns ja mit dem Timmy Express einfach mal. Wo können wir uns denn schnell mal hinporten? Wir porten uns jetzt hier hin. Hat auch natürlich einen Grund. Denn ich möchte jetzt erstmal in den anderen Teil des Waldes. So. Neue Nachricht von Elgor. Hey, wie läuft dein Tag? Howdy ho! Vergiss nicht, dass Weihnachten vor der Tür steht. Weihnachtsmann und 24 anderen gefällt das. Ja, schön. Oh Moment. Zerfetztes Plastik muss ich mitnehmen. Nein, lass mich in Ruhe. Ihr Bösen. Jetzt hör doch mal auf. Jetzt geh doch mal weg da. Weg mit euch. So. Ja, Kenny. Ungefähr so in der Art habe ich mir das schon gedacht. Ich bin ja der Meinung, dass hier bestimmt noch. Alter, was ist das für ein Spammer? Hi, ich bin. Hast du doch schon geschrieben? Junge, nerv nicht. Nein, Wölfe. Wo komme ich denn jetzt hin? This is as far as you go, buddy. Ahead of you lies the great kingdom of Canada. It is accessible only to the most noble and valiant of people. Oh no, you don't. I can see that you are not Canadian. And there's only one way a non-Canadian can ever hope to enter the gates of our country. You must go back to your land and return here with a passport. Was? Mit einem Pass? Ich habe keinen Pass, ich bin illegal. Ich bin außerdem, hallo, ich bin Sir Saftsack. Und Sir Saftsack braucht keinen Pass. Na gut, dann dürfen wir da nicht rein. Was soll's. Ich hätte eigentlich aber schon irgendwie gedacht. Ja, Kenny. Oh, Verzeihung, wir sind aber noch gar nicht so lange hier im Wald drin, ne? Entfreunde Elgor. Lol. Machst du gerade irgendwas? Warum antwortest du nicht auf meine Nachrichten? Hörst du mich? Bitte antworte. Bitte. Eigentlich müsste jetzt, komme ich meine, als Vollernte. Also wie groß ist denn dieser fucking Wald? Wo kommt man denn hier überall hin? Nee, lass mich in Ruhe, geh weg. Oh, jetzt bin ich hier, verdammt. Nein, Wolf, nicht angreifen, bitte. Hör auf, Wolf. Ich kann doch nichts dafür. Neun. Alter.
Neue Nachricht. Neue Nachricht. Neue Nachricht. Hilfe. Save me. Okay, ich glaube, das ist einfach nur so endlos Level. Alter. Schweinebärmann. Irgendwelche Hinweise? Ja, sicher. Ich weiß genauestens schon Bescheid, ich sag's dir doch nicht, weil du doof bist. So, okay, hier passiert irgendwie nichts, das ist so endlos halt zusammen. Nein, nein, oh, nein, verdammt. Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte einfach nur abhauen. Aua. Der Schau da wehgetan. Ja, wie gesagt, dann gehe ich halt auch wieder aus dem Wald raus, weil irgendwie passiert hier gar nichts. Hat eigentlich gehofft, ehrlich gesagt, ich finde die Kinder... Moment, ich bin auch doof, vielleicht sind die auch auf den Dächern drauf. Kann natürlich sein. Ne? Müsste ich mal vielleicht drauf achten, ob die wirklich eventuell auf den Dächern drauf sein könnten. Das wäre durchaus möglich. So, ich denke mal, das sollte reichen. Lol, der eine Hund hat's überlebt. Der hat noch einen gerufen. Oh mein Gott. So. Kenny, du bist an der Reihe. So. Gut, der vorne, der Hund, der ist ja mir egal, jetzt ganz ehrlich. Mit dem Mann, im Arsch. Ihh! Aua. Oh nein. Sie haben Kenny getötet. Mal wieder. So. Sag mal, wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ruft ihr jetzt einfach immer nur hier andere Hundes? Hundesse, ich finde das nicht in Ordnung. Da muss ich einfach mal hier intervenieren. So. Dass das nicht gereicht hat, ey. Aber jetzt kommt Kenny. Und Kenny kann irgendwie nichts wirklich machen. Das ist jetzt gerade... Ah. Verdammt. Habe ich irgendwas um die... Kenny, halt mal kurz die Fresse. Ich muss mich konzentrieren. Füllt deine MP wieder um 60%. Ja. Das nehmen wir eben. Denn jetzt können wir das hier machen. Und damit sollten wir eigentlich dann den Kampf auch beenden können. Im Arsch ist immer noch alles, aber ist egal. Nein! Verdammt! Aber die Hunde rufen einfach einen neuen Hund. Ich flipp gerade aus. Das sind ja Endloskämpfe. Das ist doch voll scheiße. Ich muss einen Red Bull trinken. Nein, ich trinke keinen Red Bull, denn ich trinke einen Tempotrank. Der lässt mich nämlich zweimal angreifen. Und dann gibt's nämlich für den Hund hier... Zack, eins in die Fresse. Die anderen verpissen sich. Und ich bin tot. Na gut, dann kann ich ja wieder raus. Die Speicher mal auch. Ah oh nein, ich schmeiße eine riesige SBM-Themenparty. So viele tolle Leute hier. Habe ich die eigentlich schon, dass ich ihn wieder entfreunden soll? Nein.